Hey ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part haben wir unser drittes Teammitglied gefangen, ein Trafflar namens Sarah. Und wer den letzten Part nicht gesehen hat, muss ihn sich angucken. Das ging von Behinderten und Weise rufen bis zur Mega-Jan-Schelle, die mich gekillt hat. Ja. Und zwar muss ich euch ein bisschen aufklären über die letzten Parts. Die habe ich am Stück aufgenommen. Und warum ich da so, auf gut Deutsch gesagt, so verrückt war. Es lag daran, dass an meiner Schule Idiotentag war. Und für alle, die es nicht wissen oder damit jetzt nicht anfangen können. Idiotentag ist bei uns so, dass das ist der Tag, an dem die Zehnten ihren letzten Schultag haben und dann so richtig so verrückt sind. Also, das wird bestimmt bei euch auch irgendwie so sein. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch so heißt. Und zwar ist bei mir dann so, ist dann so ein Wirbel darum, und wenn um mich so ein... ich kann kein Deutsch mehr. Wenn um mir so ein Wirbel ist, dann werde ich halt so ein bisschen so verrückt. Und ich habe auch gemerkt, dass das auf meine Aufnahmen, also auf meine Videos, sich auch wirklich bezogen haben, dass ich meine Stimme so ein bisschen verändert habe, wie und einfach so auf Kommentare zu manchen Texten. Und ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Also deswegen nimmt es mir nicht übel. Aber ich versuche wirklich jetzt immer, wenn so ein Wirbel ist, irgendwie jetzt im Real Life irgendwie so ein Wirbel ist, dass ich nicht versuche, einen dann aufzunehmen, sondern irgendeinen Part nehme, den ich schon aufgenommen habe, wo ich wirklich noch normal bin. Und ja, und halt nicht so verrückt bin, und weil ich habe gemerkt, dass das manche, also ein paar Freunde von mir, die meine Videos gucken, dass das denen nicht so Spaß gemacht hat, mich so zu sehen, weil die mich nicht so kennen. Und deswegen versuche ich das jetzt ab sofort zu vermeiden. Und ich muss noch was zu dem letzten Part sagen. Beim letzten Part ist meine Kamera einfach ausgegangen. Ich weiß nicht warum, die Batterie war voll. Der Speicherplatz war noch total voll. Also ich hätte noch eine halbe Stunde aufnehmen können. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, die ist einfach abgeschmiert. Ich wollte mich nachdem wir Trafflar gefangen haben, noch verabschieden. Nein, was macht deine Kamera? Schmiert einfach ab. Das Video wurde zum Glück gespeichert. Und ich habe das leider nicht gemerkt, habe dann schon gespeichert. Ja, leider kann ich das dann ohne Verabschiedung zeigen. Ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm. Aber ich habe wieder so viel gelabert und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Spiel an. Ich bin wieder gegen die Kamera gekommen. Ich muss das immer noch beheben. Was sagst du, soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Klar. Alles klar, dann komm mal mit. Keine Müdigkeit vorschützen. Okay. Na, wie verstehst du dich mit Pikachu? Mittelmäßig? Rate ich jetzt mal. So mittelmäßig, weil wir haben es ja noch nicht lange und ist eigentlich auch nicht. Ist es eigentlich schon mal gestorben? Ne, ich glaube nicht. Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, die TM-Rückkehr. Diese Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, das die Attacke anwendet. Yay, Rückkehr! Eine schöne Attacke. Leider sind alle meine Pokémon, außer Skoppel heißt, speziell ausgelegt, deswegen kann ich ihn nicht wirklich nutzen. Und Skoppel benutze ich auch nicht im Kampf. Jenseits dieses Tores liegt Illuminia City. Nein! Die Stadt aller Qualen. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's! Ja, die Stadt aller Qualen ist darum, weil sie so groß ist und ich habe stundenlang bei meinem privaten Spielstand gebraucht, um dies zu erkunden. Ich glaube,
Ich habe die erste Aktion, sobald ich alle drei Teile besuchen konnte. Und ich glaube, das hat länger gedauert als unsere Suche nach Pikachu damals. Oder nach dem zweiten Part. Also, ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du dir folgst, kommst du direkt zum Labor. Los, Ina! Renn! Südring! So, ich möchte aber vorher noch mal ins Pokémon Center gehen, obwohl uns die jetzt erstmal anspricht. Das Gebäude hier ist ist Platans Pokémon Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Och man, schon wieder gegen meine Kamera. Ich muss was dazu sagen, ich finde das eins der besten Pokémon Labore, die es gibt. Also ich finde es irgendwie am besten mit dem aus Schwarz und Weiß. 1 und 2. Also die finde ich eigentlich noch am besten. Dum, dum, da, da, dum. So, und zwar möchte ich jetzt mal kurz Sarah nach vorne setzen. Nein, ich möchte kein Item geben. Und Lisa hat ein Item für uns. Und du darfst nach vorne. Und zwar möchte ich auch noch was sagen. In den nächsten Videos werden, wenn ich mal wieder nach Teammitgliedern suche und die wirklich nicht finde, werde ich einen Cut machen und die nicht wieder offscreen suchen. Nach dem Video, sondern die dann mitten im Video einen Cut machen, weil ich weiß jetzt endlich, wie das bei meiner Kamera geht. Du hast einen weiten Weg von Ethesia hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Okay. So, jetzt hat sich die Musik wieder total cool ändern. Endlich treffen wir uns. Ich weiß gar nicht, ist die Musik zu leise? Könnt ihr es hören? Ich mache es mal ein bisschen lauter. Fein, fein, dann komm mal bitte mit. Toll, dass du den weiten Weg, was es sicher hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reise zusammen mit deinem Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein, dann will ich mir doch mal gleich deinen Pokédex ansehen. So, im Zentralbereich der Kreisregion hast du 31 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit, du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen ausgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Ethesia hatte ich mich bereits für das Kind vom befreundeten Trainer Veteranen entschieden. Und meine Stimme ist wieder ein bisschen kratzig. Sorry dafür, aber ich hasse es, mit kratziger Stimme zu lesen. Und ihre Tochter nach Ethesia... Oh, sorry. Aber dann hörte ich, dass Sihorn Joker Primula, das ist mit unserer Mutter, und ihre Tochter nach Ethesia gezogen sind. Mein Deutsch ist natürlich wieder bashed. Und du kennst die Kalfregion noch gar nicht. Mir war sofort klar, dass du die ideale Kandidatin für diesen Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin Sanna. Hallo. Da wären wir. Entschuldigen die Verspätung. Fein, fein, dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Okay, deswegen habe ich jetzt auch Sarah nach vorne gepackt. Wollen wir mit dem Kampf losgehen? Ja. Nur so schnell vorweg, ich bin nicht sonderlich stark. Nein, du hast nur drei gute Pokémon. Los, Bibabam! Okay, deswegen habe ich Sarah jetzt nach vorne gepackt, weil es halt
da Konfusion kann. Ich möchte mal gucken, wie sie sich so schlägt. Okay, Nico, du musst Sarah retten. So. Igesan wird dir bestimmt nichts bringen, da ich nach Igesan bestimmt dir auswechseln werde. Und ein paar EP für Nico und ein paar für Sarah. Und Eclair reicht Level 13. Und Donnerwelle. Och Mann. Die hätte ich im letzten Part gebrauchen können. Und Lisa erreicht auch ein Level 9. Und Figi, das kann Eclair machen. Mit Donnerschock. Panzerschutz. Ich mag die Attacke nicht. Ich mag generell Attacken nicht, die Verteidigung steigern. Und Shigi geht zu Boden. Und ein Commander. Und ich muss mich dafür entschuldigen, wenn man meine Tasten oder meine Knöpfe, meine A, B, Y, X Knöpfe hört. Weil ich will da jetzt auch nicht so oft draufschlagen, damit man die nicht so hört. Aua! Das tut weh. Los, Starshock! Bam! Oh Gott, was machst du bitte schon für Schaden? Boah. Aber auf Eclairs Verlass. Und Sarah reicht Level 9. Oh mein Gott. Oh, das war wohl nichts. Klasse Leistung, aber... Yes! Alles klar, jetzt... okay, nochmal von vorne. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Seli kann. Sie ist ein sehr interessanter Trainer. Vor allem, da bekomme ich jetzt auch gleich noch ein Pokémon, das euch auf eure Reisen begleiten wird. Hier, du kannst dich zuerst ganz aussuchen. Ja, und zwar können wir jetzt einen der Kanto-Starter benutzen. Glumanda, Gigasam und Shigi. Ich werde dem jetzt keine Bewertung, Kritik, was weiß ich, abliefern, weil ich werde das immer nur auf die Starter von der Generation beschränken. Deswegen, und ich habe mich für Gigasam entschieden. Weil Bisasam einfach so süß ist und darf unser Mega-Pokémon werden. Ah, du hast sie also Bisasam ausgesucht. Warum auch nicht? Fein. Möchte diesen einen Spitznamen ja. Und es ist männlich, okay. So, das wird jetzt auch nach einem YouTuber benannt, den ich auch über Arzt gefragt habe, ob er mein Bisaflor werden oder ob ich es nach ihm nennen darf. Und zwar ist es Jesse666, den ich auch schon im letzten Part erwähnt habe. Mit zwei anderen. Und zwar Dragonis und Suishumaru. Habe ich ja auch schon erwähnt im letzten Part. Ja, und ich habe ihn halt über Ars gefragt, ob ich meinen Vivaflor nach ihm benennen darf. Und ja. Jesse666 soll also sein Name sein. Ja. Da du dich für Bisasam entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Bisaflor Need. Ich find die Musik so episch. So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt auch noch ein Pokémon aus. Aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur können alle, lasst ihr euch Zeit. Wie denn auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt.
Ach, als hättest du was. Als wärst du ein Wahrsager. Hallo, Professor Platan. Na, sowas. Ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt? Fein, fein, damit wären dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit dem Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, steht das große Mysterium der Kass-Region da. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf dieser großen Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung, schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Also, ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden willst, dann dürfte Venitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt, eine lange Geschichte, vielleicht findest du ja einen Anhaltspunkt. Noch etwas, wenn du die Region bereist, um euren Pokédex zu füllen, werdet ihr allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten öffnen. Ich finde, anderes zu sein als andere macht meinen eigenen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, wie die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Oh Gott, ja, mein Deutsch ist natürlich best. Ja, und halt haben wir jetzt unser viertes Mitglied, und zwar Jessie666. Gut, mit einem zaghaften Wesen ist oft in Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob Jan in Gedanken ist. Wer weiß. Und ich glaube, dass er der Star unseres Teams sein wird, wegen Mega-Entwicklung und so. Okay, er hat ein neutrales Wesen. Wenn Jan das sieht, der will bestimmt sagen, neutrales Wesen, Ja. Okay, er kann Tackle, Heuler, Egesam und Rankenhieb. Und hat die Fähigkeit Notdünger, wie jeder Pflanzenstarter. Gut, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich verabschiede mich hier und sage dann mal Tschüss.